Der erste Akt ist mit Bond über die Bühne gegangen. Das war sehr erfolgreich. Ich glaube, die Herrschaften waren alle sehr, sehr zufrieden mit uns. Im Moment spielen wir den zweiten Akt mit Fußball und dann gehen wir wirklich, und das ist das Kerngeschäft der Bregenzer Festspiele, gehen wir zur Oper über, zur Tosca, zu Karl dem V. und die vielen anderen Programmpunkte, die wir im Sommer zu bieten haben. Aber wir haben uns jetzt langsam warm gelaufen und können dafür im Sommer umso intensiver arbeiten. Die Herausforderung war schon Bond, weil wir hier eigentlich zu einer unmöglichen Zeit, noch im Frühjahr, in der Kälte hier, praktisch eine komplette Vorstellung spielen mussten, aus der ganzen Welt unsere Mitwirkenden hereinzuholen hatten. Und hier haben wir doch Routinegeschäft. ZDF macht seine Routineaufgaben, wir machen unsere Routineaufgaben. War also Bond schon etwas schwieriger zu bewältigen. Wir haben errechnet, dass 50 Stunden Sendezeit aus Bregenz kommt, mit einem sympathischen Thema, mit Fußball, mit einem sympathischen Sender ZDF. Und das ist natürlich eine mediale Erweiterung unseres Spektrums, das man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Es schauen ja dann, wenn Deutschland ins Finale käme, am Schluss etwa 30 Millionen Menschen in unserem Kernland Deutschland, also Kernland als Besucherland. Und das ist eine mediale Verbreitung, die man sich nur wünschen kann, aber die man nicht bezahlen könnte. Wir sind ja ein Festival, das auf die Fahne geschrieben hat, sich zu öffnen für alle Menschen. Der Fußball nähert sich der Kultur an, die Kultur nähert sich dem Sport an, würde ich mal sagen. In dem Sinne, glaube ich, können wir hier viele Menschen ansprechen, die hier auf der Tribüne sitzen oder am Fernsehgerät, die Tosca im Hintergrund immer sehen können, und das wird sicher viele animieren, nach Bregenz zu kommen. Hoffen wir zumindest.